Jetzt wird passend dieser Godzilla-Schrei. Okay. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Kingdom Hearts 93 Stufe. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt klappt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier wirklich eine große Veränderung gebracht habe, aber dass die FPS jetzt wirklich hier bei mir bleiben, zusammen hier im Wunderland, wo die Regeln wahrscheinlich die normalen Gesetze der Physik und der Natur außer Kraft gesetzt sind. Aber dennoch sollte es doch jetzt bitte klappen, oder? Ja, der Goofy ist zumindest wieder da und schaut mich wie ein bekloppter Tröte da an. Echt, der hat an mir einen Narren gefressen. Hoffentlich übergibt er sich nicht. Ganz ehrlich. Gut, wir sind ja jetzt im Lotus ein und sollen immer noch hier diese Beweise finden, um die unschuldige Alice zu beweisen. Gut, du... Ey, das war die falsche Taste. Das war die falsche Taste gewesen, meine Fresse. Gut. Naja, ich weiß ja, wie ich hochgekommen bin. Hoppale. Alle hopp und ja. Yep. Ich finde es ein bisschen schade, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass man die Kamera nicht nach oben und unten bewegen kann. Moment, hier geht's nicht. Da auch nicht. Man kann die nach links und rechts bewegen, aber nicht nach oben und unten. Warum auch immer. Yep. Mal sehen, das war jetzt die Nuss gewesen, oder? Zu groß zum Essen. Ich will sie auch nicht essen, ich will sie schubsen. Runter damit. Soll ich sie vielleicht rösten? Feuer! Geröstete Nüsse, kommt mal her! Wups! Okay, haben wir hier noch was? Weil so viel gibt's hier ja gar nicht. Die Grinsekatze hat ja gesagt, oder die Tigerkatze, wie sie anscheinend heißt, hat gesagt, drei Hinweise kann man auf jeden Fall finden. Die vierte, wenn man die findet, kriegt man große Belohnung. Watschugi! Weg! Vorsichtig, nicht runterfallen. Yep. Also die sollen schon runterfallen, aber nicht ich. Hey! Alle weg. Hey, links, rechts, oben, unten. Okay. Wundert's mal. Ist es da, wo das... Sind wir von da nicht gekommen? War das es? Okay. Was haben wir denn hier Schönes, hä? Wir hatten ja einen Stachel gefunden und jetzt haben wir... Geruch. Wir haben einen Geruch gefunden. Hat da jemand reingerülpst oder reingefusst oder was? Oder das ist der schöne Schweißgeruch. Na, manche stehen ja drauf. Okay. Ich werde mit euch... Nee, hier muss... Kann ich vielleicht hier reden? Kann ich vielleicht mit der Alice reden? Hat die vielleicht einen Hinweis für mich? Ansprechen kann ich. Wer seid ihr? Ich bin Sora. Ich bin Goofy. Und das ist Donald. Freut mich, euch kennenzulernen, auch wenn die Umstände angenehmer sein könnten. Tut mir leid, dass ihr mit hineingezogen wurdet. Naja, der Sora hat ja das Wort erhebt, hat ja gesagt, wir müssen ihr helfen. Na du? Sprich nicht mit den Angeklagten! Was willst du denn tun? Hä? Deine Halbarde schwingen? Moment, ist... Also, ich dachte, hier wäre was gewesen. Da oben ist eine Truhe. Wie komme ich denn da hin? Nein, Moment. Ich möchte noch nicht hin. Sie meinte erst, wenn ich bereit bin. Mal sehen, vielleicht kann das Kaninchen mir was sagen. Vor euch sitzt ihre königliche Majestät, die Herzkönigin. Naja, sie sitzt da. Ob sie majestätisch ist, das ist mal wieder Ansichtssache. Wie komme ich da oben an diese Truhen dran? Na, da oben sind zwei. Wie komme ich da dran? Gute Frage. Also... Hier weiß ich, hier kann ich anscheinend noch mit den Blumen interagieren, wenn ich ihnen gewisse Sachen gebe. Hier zum Beispiel. Wahrscheinlich musste ich jetzt erst alle... Hatschugi? Untersuchen. Gib mir Potion, dann schenke ich dir Größe. Ach, ich musste alle Feinde besiegen. Gib's der Blume. Bitteschön, mal sehen, ob ich jetzt wirklich wachse. Jetzt wird passend dieser Godzilla-Schrei. Okay. Das ist aber nicht so ganz realistisch. Ich meine, natürlich wachsen, aber eigentlich müssten wir uns jetzt schwer bewegen. Mir wird schlecht?
Wer sagt denn das? Moment. Aufhören? Nein, ich will den Baum angreifen. Anscheinend wird ihm schlecht, wenn ich zuschlage. Ich will die Nuss nicht angreifen. Lass die Nuss in Ruhe. Oder doch? Moment. Da redet irgendwie alles mit mir. Hä? Moment, was hat er gesagt? Willst du mich essen? Nimm mich? Futschuki. Alles klar, ich hab die Nuss. Iss die Nuss. Alles klar, jetzt habe ich auf den Baum eingeprügelt und was ist jetzt passiert? Was willst du, hä? Gib mir Äther. Okay, gib mir Äther. Anscheinend kann ich ja keinen Äther geben. Habe ich vielleicht gar keinen Äther. Ah, hätte ich vielleicht den Stein hier kaputt machen müssen? Ja, ja. Das ist ja schon ein bisschen hier Detektivarbeit. Festhalten, nein. Ich gehe mal da hoch, wo die Nuss war. Vielleicht hat sich da was getan. Na gut, sollte mich eigentlich nicht wundern, dass die hier reden, der Nuss und der Baum, weil ich meine, in dem Disney-Film haben ja auch die Blumen mit ihr gesprochen. Upsalé. Ach, die kommt jetzt immer wieder. Zu groß zum Essen. Gut, verstehe. Also, die Nuss ist nur das Mittel zum Zweck, dass ich wieder klein werde. Item untersuchen. Gib mir Potion. Lass mich raten, ich habe meinen letzten Potion eingesetzt. Moment. Ach, ich muss Ihnen den Potion wieder nehmen. Tut mir leid. Aber das brauche ich, meine Freunde. Truhe. Gut. Moment, den kann ich hier nicht geben. Nö, das will ich nicht. Ich kann es nicht auswählen. Warum nicht? Ach, deswegen, weil ihr Feinde unterwegs sind. Die denken sich, ne, ich will lassen nicht zu, dass du deine Items nimmst. Ich will angreifen. Kein Item geben. Watschugi, watschugi, watschugi. Okay, ich muss mir merken, wenn ich keine Items einsetzen kann, dann liegt es daran, weil hier Gegner in der Nähe sind. Die würden sich auf mich schmeißen und mir die Augen auskratzen, wenn ich irgendwas nehme. So. Vielleicht will ich eigentlich dem jetzt einen Äther geben, weil ich glaube, ich habe einen Äther in der Tasche, oder? Nein, ich habe keinen Äther. Gut, wir können ja nochmal diese Gebiete bereisen, da denke ich... Oh, Triotech, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hamena, 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 1, 2, 3, jetzt ist vorbei. Oh, ich habe was gekriegt. Sind das die Hinweise? Zelt? Potion? Und, Äther, Äther, Äther. Gebt mir den Äther. Ja, wo liegen? Ja, wo bin ich denn jetzt? Wofür ein Zelt? Moment. Item. Äther. Gib ihn der Blume. Mal sehen, was... Wahrscheinlich werde ich jetzt klein. Schönen Dank auch. Camperset? Gut, wir haben eine Blume fröhlich gemacht. Und kriegen dafür Erfahrungspunkte. Yummy, yummy, yummy. Was? Wofür ist das Zelt? Volle HP-Heilung der Gruppe. Kann nur im Menü benutzt werden. Oh. Beweisstachel. Stachel eines Herzlosen. Beweisstück, das die Unschuld von Alice beweisen könnte. Was sind das? Antimaterielle Kraft scheint die Lebensquelle dieses Splitters zu sein. Ein Mokri kann bestimmt weiterhelfen. Ach stimmt, Mokri waren ja war dieses Wesen, was Kupo gesagt hat. Und Camperset, voller HP, Heilung der Gruppe, MP, Heilung um 3 Punkte. Kann nur im Menü benutzt werden. Ach, das sind sowas wie Top Believer. Okay, das kann ich mir merken. Gut, gut, gut. Also, jetzt haben wir jetzt nochmal ein Potion. Den würde ich dir jetzt nochmal geben. Oder? Damit ich wieder groß werde. Bitteschön. Brauchst du es nicht? Du willst auch einen Äther haben. Ich habe aber keinen Äther mehr. Habe ich jetzt meinen Trank verschwendet? Ich habe meinen Trank verschwendet. Ach, genau. Du wolltest ja was. Oder willst du jetzt was anderes? Gib mir Potion, dann schenke ich dir Größe. Genau. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich dann was Falsches mache, ich glaube, ich muss den Baum noch ein bisschen bearbeiten, damit er wahrscheinlich sowas wie ein Tor aufgeht. Nein! Ich will...
ganz ehrlich, wieso zielt er da? Wieso zielt er da auf die Nuss? Ich will den Baum angreifen. Ich will die Nuss nicht nehmen. Lass mich mit der Nuss in Ruhe. Gut, danke. Jetzt kann ich einfach anvisieren. Rockworks. Mir wird schlecht. Rockworks. Schlag einfach weiter zu. Irgendwann wird schon was passieren, oder? Und wenn der Baum hinunterfällt. Ach so, nur einmal schlagen und dann hat sich der Ast gedreht. Mein Fehler. Gut, Entschuldigung. Okay, wie komme ich jetzt aber wieder runter? Moment. Muss ich erst die Nuss nehmen? Okay, nehmen die Nuss. Jetzt habe ich die Nuss. Jetzt schlage ich... Nein, jetzt will ich erstmal zuschlagen. Ich will zuschlagen, und zwar auf den Baum, genau. Denn jetzt ist der Ast gedreht. Aha, oho. Gut, und jetzt die Nuss essen, damit ich wieder klein werde. Das ist wie einmal eins. Erst das eine, dann das andere. Einen Knopf nach dem anderen verspachteln. Gut. Jetzt hat sich was getan. Jetzt hat sich was verändert. Jawohligen. Ist hier vielleicht was? Nö. Alle, hopp. Und hopp. Ich weiß nicht, ob ich mir das... Ja. Kann ich da hoch? Ja. Nee, von da drüben kann ich, glaube ich, weiter. Yep. Na, okay, Rufi, ich weiß, du bist mir immer auf den Fersen. Ja, ich weiß deine Anwesenheit zu schätzen. Meine Fresse. Gut, diese anderen Blumen würden mir wahrscheinlich hier Erfahrungspunkte geben, wenn ich ihnen das gebe, wonach sie verlangen. Na, leider habe ich nicht mehr genug Potions. Wenn es andere Substanzen wären, bitte Dankeschön. Ich glaube, eigene. Jippa. Komme ich jetzt hier weiter? Ich würde hier gerne die Kamera drehen. Danke. Aha. Oho. Aha, da ist was aufgegangen. Kann ich da runter? Deshalb würde ich gerne eine Kamera nach unten. Das wäre jetzt nur die Plattform hier gewesen. Deshalb würde ich gerne eine Kamera haben, die mich nach unten zeigt. Die nach unten geht, damit ich sehe, wohin ich falle. Ansonsten ist es halt immer wieder so ein Vertrauensfall. Jupp. Halle, jupp. So, schauen wir uns mal die Sache nochmal an. Nach links, bitte. Da unten ist bei Plattform, aber ich glaube, ich soll hier erstmal oben durch die Tür. Achtung, springen! Dankeschön. Und was haben wir hier? Auch wieder ins Wunderzimmer. Die Welt ist gar nicht so groß, wie es scheint. Denn jetzt sind wir hier. Vorsichtig. Soll ich hier das Buch schieben oder... was soll ich hier jetzt bitte machen? Ich habe zwei Hinweise. Den dritten finde ich jetzt immer noch nicht. Hoch mit mir, am Buch festhalten? Nein. Jetzt darf ich nach unten gucken. Aber hier sehe ich nichts. Außer mal einen Fall, von dem ich mich wahrscheinlich nicht erholen würde. Gut. Das ist für mich ein bisschen verwirrend, weil ich nicht weiß, was ich hier tun soll. Okay. Ich würde gerne nach unten gucken. Komme ich da drüben irgendwie hin? Das war jetzt eine Truhe, aber die Truhe brauche ich, glaube ich, nicht. Wie wäre es, wenn ihr beiden mir mal ein bisschen mithelft? Ich bin, glaube ich, irgendwie im Moment der Einzige, der hier nachdenkt. Ich kann nicht nach unten gucken. Ach, leck mich doch. Zwei Hinweise habe ich, drei sollte das Minimum sein. Ein vierter, dann gibt es hier extra Belohnung. Moment, war ich hier schon gewesen? Ich glaube nicht. Moment, uno momento. Aha. Ach, muss ich jetzt wieder den... Schön, dass ihr auch euch zu mir gesellt. Muss ich hier jetzt wieder den Ast bewegen, damit ich hier weiterkomme? Nee, Moment, der hat sich gedreht, weil hier geht's ja auch ins Wunderzimmer, oder? Nee, geht's nicht mehr. Das ist verwirrend. Das ist irgendwie verwirrend für mich. Was willst du denn?
untersuchen. Gib mir Ether. Ich hab kein Ether. Aha. Hier sind irgendwo wieder Herzlose unterwegs. Kann ich mich hier festhalten? Nein, kann ich nicht. Hier sind wieder irgendwo Herzlose, weil ich meine Items nicht einsetzen kann. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich hau euch die Hucke voll. Das ist schon wieder, da zweifle ich an meinen Fähigkeiten. Es sind zwei Räume und ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter. Ein Tipp wäre schön. Ich sehe es im Dunkeln verborgen, sagte die Tigerkatze. Und weiter? Kann ich eigentlich jetzt schon mit der Königin reden oder ist es vielleicht das, was ich tun soll, dass ich vielleicht irgendwie woanders hinkomme? Keine Ahnung. Nee, anscheinend nicht. Kannst du mir was sagen, hä? Könnt ihr neue Beweise erbringen? Ja. Nun denn, der Verteidiger möge vortreten. Ich weiß nicht, ob's hilft, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt. Karten, bringt meine Beweise vor. Bitte was? Alle fünf Beweisstücke zu überprüfen wäre verlorene Zeit. Also dann wähle eins aus, das du präsentieren willst. Anhand des Beweises werde ich das Urteil sprechen. Was? Nach all unseren Bemühungen? Ja genau, warum vermischt sie das jetzt? Du widersprichst? Dann verliest auch du deinen Kopf. Wähle nun eine Schachtel. Dann nehme ich die Mitte. Bist du sicher? Es gibt keine zweite Chance. Nochmal überdenken. Beeil dich! Ich hab Zeit. Die sehen alle gleich aus. Gibt's irgendwie eine Möglichkeit zu gewinnen? Ich glaube nicht. Nehme ich die hier. Ja, ich bin mir sicher. Nun werden wir sehen, wer der wahre Schuldige ist. Bitte was? Was? Was sollte das denn? Was? Dann seid ihr die Schuldigen. Halt, das stimmt nicht. Ihr seid alle schuldig. Ergreift sie. Schau, tu was. Es ist weglos. Wir müssen handeln. Bitte was? Zeit für ein Duell? Das heißt, egal was ich getan hätte, es wäre auf den Kampf zugegangen. Na, dankeschön. Wirklich, nach all den Bemühungen, da gebe ich dem Sora recht. Wow. Beschützt den Turmkarten. Hey. Alle. Na, warte. Also, Moment, den muss ich... Na, warte. Bam. Zack. Yep. Einfach immer weiter drehen. Autsch. Moment. Feuer. Das ist eine Papierkarte, oder? Müsste wahrscheinlich schwach sein. Hey. Du schaust einfach ein bisschen zu, Donald. Wir kommen schon zu deiner Rettung. So, genau. Den Turm zerbrechen, dann geht wahrscheinlich der Käfig weg. Okay. Ich bin ein bisschen knapp beleben. Hey. Nö. Autsch. Ein bisschen Hilfe. Na, dankeschön. Ja, natürlich weiterspielen, als würde ich mich jetzt hier von ein paar Karten flachlegen lassen. Und wo spielen wir weiter? Von hier, okay. Habe ich noch Zeit? Ein bisschen Zeit habe ich noch. Da kann ich noch ein bisschen hier... Also es hat macht keinen Unterschied. Ja. Wobei, jetzt kann ich ja doch noch mal was anderes auswählen. Ja, jawohl. Möge der Verteidiger vorgehen. Welche Beweise ihr gefunden habt, sie alle durchzusuchen wäre. Also sie hatte selber auch Beweise gehabt. Ja, wahrscheinlich sind das irgendwelche Beweise, die Herzlosen da gelassen haben, um sie in die Irre zu führen. Gut. Diesmal hatte ich dann die Mitte gehabt. Ja, verlierst doch du deinen Kopf, das ist ihre Antwort auf alles. Du verlierst den Kopf und du verlierst den Kopf.
öffnen wir mal hier was mit. Nicht, dass hier jetzt der Goofy drin ist. Und? Beide! Na, dankeschön. Jetzt muss ich alleine gegen alle kämpfen. Na, dankeschön. Das heißt, je nachdem, was man wählt, hat man entweder einen Vor- oder Nachteil? Ach, du Schande. Ja, ich tue ja schon was. Zwecklos, wir müssen handeln. Ja, ich muss handeln. Jetzt pass aber mal auf hier. Jetzt werde ich hier schön durchmischen. Ja, das wird eine Reue. Flasch in die Toilette. Brrr. Ja. Okay, bitte. Okay, ganz ruhig. Höp. Höp, höp, höp. Ausweichen. Höppa. Höp. Da kann ich zeigen, was ich gelernt habe. Ich kann rollen. Höp. Die passen. Ja, die passen überhaupt nicht auf, hä? Na, warte. Höp, höp, höp. Greift den Turm an. Greift den Turm an. Greift den Turm an. Und ausweichen. Wuh. Okay, die sind anscheinend nur K.O. Also nur bewusstlos für den Moment. Wow. Double Heat. Eieieiei. Okay. Autsch, autsch, autsch. Und yep. Ausweichen. Yep. Yep. Okay. Hui, 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 hui. Ja. Okay. Ja, Vorsicht. Hui. Ja, komm doch. Probier's doch. Hui. Ich bin hier drüben. Ja. Und springen. Und rollen. Geht nicht alles in der Luft, hä? Ja. Okay. Achtung. Ah, no, hier kann ich nicht ins Menü gehen. Verdammt, der Kiste. Eieiei. Okay, ich. Schön von hinten kommen, hä? Ja. Du solltest ihn mehr motivieren, als hier beleidigen. Ja. Ah, verstehe. Ja, wenn sie aus der Puste sind, dann angreifen. Autsch. Ja. Na, dankeschön. Alter, das ist. Allein, das ist wirklich schwierig. Gut, meine Damen und Herren, ich glaube, ich weiterspielen tue ich schon, aber dann erst im nächsten Teil. Und dann werde ich hoffentlich dann mit Goofy und Donald zusammen kämpfen, weil solange die sich dann mit den Karten hier dann beschäftigen, kann ich dann den Turm angreifen, damit wir die Alice befreien können. Das heißt, das Ganze hätte ich mir wirklich sparen können. Ich habe ein paar Erfahrungspunkte gekriegt, aber dennoch. Ich kann es nur sagen, ich mag die Herzkönigin nicht. Die hat wirklich. Die denkt, sie ist die Königin, der darf das sie alles machen ohne Konsequenzen. Ja, ich weiß, es ist ihr Königreich, aber es gibt hier dennoch was wie faire Behandlung. Aber davon hat sie wohl nur noch nie gehört. Wie muss die wahrscheinlich als Kind drauf gewesen sein? Gut, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Kingdom Hearts gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, wir dran und die Show. I love the Nintendo. Tschüss und Goodbye.